Aufnahmen aus Butscha vom 4. April 2022. Der Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew liegt in Trümmern. Vor Kriegsbeginn lebten über 35.000 Menschen in Butscha. Russische Truppen erreichen die Stadt am 28. Februar. Am 30. März treten sie den Rückzug an. Am 31. März ist Butscha unter Kontrolle des ukrainischen Militärs. Kurze Zeit später werden Bilder und Berichte aus dem Ort öffentlich. Tote in ziviler Kleidung liegen in den Straßen und in Massengräbern. Zeuginnen berichten von Hinrichtungen und Vergewaltigungen, die russische Soldaten begangen haben sollen. Die russische Regierung spricht von Fälschungen und behauptet, keinem Einwohner sei durch russische Soldaten Schaden zugefügt worden. Auf den Straßen hätten bei Abzug der russischen Truppen noch keine Leichen gelegen. Die Vorgänge in Butscha sind nicht abschließend geklärt, aber auf Satellitenbildern vom 19. und 20. März sind bereits Leichen zu sehen, genau an den Positionen, wo ukrainische Beamte sie Wochen später finden.